Hallo, Herr Stamatze aus dem Super Sonic Studio, und heute habe ich euch einen absoluten Leckerbissen mitgebracht. Ich habe mir vorgestern von Sonuscore Medieval Phrases Lute and Terbo gekauft. Das ist nichts anderes wie eine mittelalterliche Laute. Laute und Terbo. Terbo ist eine besondere Art der Laute, die ist etwas anders gestimmt. Und wie ihr wisst, mache ich ja sehr viel. Gerade Musik aus dem mittelalterlichen Bereich, aber auch aus dem orientalischen Bereich. Und die Laute ist ja die Nachfolgerin der Ud, der arabischen. Von daher kann ich das Instrument für alles Mögliche einsetzen. Ja, hören wir mal rein, was da alles geht. Es ist eine Phrasenschleuder zunächst mal. Also hammermäßig authentisch das Ganze vom Sound her. Ich fange jetzt mal im Detail an. Ich nehme mal hier jetzt die Laute als Instrument, als pures Instrument. Und die kann man hier spielen auf der Tastatur. Also der normale Lauten-Sound hier mit dem Effektgerät, mit dem Equalizer und mit dem Delay. Und die Grundeinstellung ist geplugged, also dass es gepickt wird, das Ganze, die Laute, wie man sie auch spielt. Aber es gibt hier auch wieder Key-Switches, wo man dann die Artikulation auswählen kann. Hier müssen wir als Artikulation Tremolo. Ein wunderbares Tremolo kann man da spielen. Ich mache mal ein Beispiel. Klingt voll authentisch. Dann haben wir hier Hammer-On, über die Gitarre. Dann muss man zwei Taschen gleichzeitig drücken. Also das spiele ich nochmal so zum Beispiel. Dann gibt es auch dann die Pull-Offs, das ist schon bei der Gitarre, wenn man dann quasi den Finger von der Seite wegnimmt. Klingt dann so. Schlechtes Ganze. Dann gibt es einen Triller, der klingt so. Da muss man einmal zwei Taschen gleichzeitig spielen, entweder eine Sekunde oder eine kleine Sekunde. Auch ganz interessant. Dann haben wir noch Arpeggien. Das ist also ein Picking. Das Ding dann so. Und je nachdem, ob man eine Terz greift, eine große oder eine kleine, wird es Moll oder Dur. C-Moll, C-Dur. Und hier haben wir noch Akkorde, also quasi Strumming wie bei der Gitarre. Ne? Ja.
muss man auch Terz greifen, groß oder kleine, und je nachdem wird es dann eben Dur oder Moll. C-Moll, C-Dur, Arpeggio, nee, kein Arpeggio. Jetzt aber. Okay, das sind die Artikulationen hier, und damit kann man dann die Laute lebendig gestalten, wenn man so spielt. Das ist Spielarbeit, ist aber auch Programmierarbeit, also nicht ganz unaufwendig, aber es klingt authentisch. Dann gibt es das mittelalterliche Theorbo, wenn Sie das Ganze mal rüberziehen in den File Manager hier. Klingt etwas anders. Tiefer und resonanter, finde ich. Ja, toller Sound. Hier gibt es weniger Artikulation, also Plack haben wir auf jeden Fall hier. Dann haben wir Tremolo, machen wir auch mal geschwind. Sehr schön. Dann haben wir noch Triller. Da braucht es auch wieder zwei Noten. Ja, ein toller Spielplatz zum mittelalterlich mit der Laute oder mit der Theorbo zu spielen. Das Geile aber bei Sonoscore ist, dass es aus der Serie ist, wo es auch Phrasen gibt und Licks gibt. Und da klingt dann das Ganze voll organisch durchgespielt. Da sind ein paar Stücke dabei, so ungefähr 15 Stück. Man kann das Sample, also die Phrase, an beliebigen Punkt antriggern, man kann das mit dem Modulationsrad steuern und kann es beliebig kombinieren. Damit entstehen immer neue Phrasen und Lautenelemente und Pickings und Theorbo-Elemente, die ja was Eigenes sind. Natürlich ist die Zutat etwas instant, dafür klingt es aber mega, mega authentisch. Hört mal her. Das war schon was von mir praktisch. Ich habe, wie gesagt, verschiedene kurze Phrasen, sechs Töne kombiniert, angetriggert, und man kann hier auch den Startpunkt manipulieren. Ich kann hier mal gucken, dass ich das hier anlerne. Startpunkt, machen wir ein Beispiel. Spiele sie mal hier, dann mit anderem Startpunkt. Und schon hat man eine Variation und was ganz Eigenes. Also mhm.
erst bin ich einfach sehr unten auf die roten Taschen gekommen. Da kann man dann den Root Key einstellen, die Tonart. Das heißt, ich kann praktisch dann, oder können dann da unten beliebig hüpfen von der Tonart her. Was nicht viel Sinn macht, aber wäre möglich. Also ultra flexibel. Dann ist hier eingestellt, dass das Ganze frei läuft bei Free. Das heißt, die Phrase ist nicht mit der Workstation gesynkt, kann man aber auch synken, was ja Sinn macht. Dann passt es genau im Timing. Nehmen wir was anderes. Storyteller, das klingt dann so. Pures Mittelalter, geiler Sound. Dann haben wir unten noch ein paar Turbo-Sachen. Wie gesagt, es ist die Leute, die etwas anders gestimmt ist und anders klingt. Aber auch absolut spitze, hört mal rein. Sound, ein anderer Tonart, ein anderes Stück. So, machen wir mal das hier. Ja, absolut Spitzenprodukt. Ich habe so einen Eindruck gehabt beim Testen, dass es nicht 100% mit der Synchro passt, aber das kann man einstellen. Ich habe einmal kurz ein kleines Stück vorbereitet. Gehen wir mal rein da drüben. Wo ich dann ein Gemshorn dazu spiele. Achtung. So. Ja, es droht euch neue Mittelaltermusik von mir. Der Starversager und die Starfern, die Hübschlerinnen und die Orientalen droht brutal viel Musik von mir. Bleibt dabei, ich bin's auch und da wird einiges von mir zu erwarten sein. Ciao miteinander und bye bye.